Herr Gerhard, wir haben von Inflation und von Problemen gesprochen in dem Markt heutzutage. Ja. Dennoch haben Sie als Sachwertanlage bestimmte Vorteile, die offene Investmentfonds nicht haben. Können Sie uns sagen, welche Vorteile sind das und wie kann der Anleger davon profitieren? Also zunächst einmal ist es so, vor allen Dingen bei Startup-Beteiligung, es hat eine sehr, sehr hohe Anlaufzeit. Bedeutet, wenn wir in ein Startup investieren in einer Frühphase, dann braucht das Unternehmen erst einmal, bis es wachsen kann. In dieser Phase sind wir als aktiver Investor dran, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und da hat es überhaupt keinen Sinn. Beim offenen Fonds ist es ja so, dass man teilweise auch mal Geld wieder rausziehen kann. Das ist bei einem geschlossenen Fonds eben nicht der Fall. Und das ist vor allen Dingen in so einer Frühphase für ein Startup unheimlich wichtig. Die brauchen diese Gelder, um ihre Lösung, oftmals die technologische Lösung entwickeln zu können. Die brauchen diese Gelder, um erstes Personal einzustellen. Und von daher ist es wirklich sogar essentiell für Startups, dass sie wirklich diese Sicherheit haben, langfristig das Kapital zur Verfügung gestellt zu bekommen von den Anlegern. Und aus dem Grund hat vor allen Dingen jetzt mal für die Asset-Klasse Venture Capital das geschlossene Modell nur Sinn. Herr Grahl, es wird ja viel in offenen Immobilien, in offenen Investmentfonds für Immobilien investiert. Welche Nachvorteile haben Sie im Vergleich zu Sachwertanlagen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch anschaut, dass die hauptsächlichen Kern- und Schwerpunkte im offenen Immobilienbereich halt in der Miete liegt oder in der Vermietung von Immobilien. Wir sind ja für das Thema Projektentwicklung, also partizipieren an der Wertschöpfungskette. Dafür stehen wir und ich glaube, dass es eine sehr, sehr spannende Ergänzung ist zum offenen Investmentbereich. Ich würde gerne eine Ebene tiefer gehen auf die Anlegerebene und mal erklären, warum ich glaube, dass es einen sehr entscheidenden Vorteil hat, auch in ein geschlossenes Produkt wie unsere alternativen Investmentfonds zu investieren. Denn der Anleger bindet sich für eine gewisse Zeit mit seinem Geld. Der kann also nicht, ich sag mal, wie es belieben ist, aus dem Investmentprodukt aussteigen, so wie er möchte. Und wenn er mal, ich sage, das Geld verbrauchen möchte für irgendwelche Annehmlichkeiten, dann steht es nicht zur Verfügung. Denn jeder Investor, jeder Anleger entscheidet sich ja grundsätzlich mal, wenn er eine Investmententscheidung trifft, für ein Ziel, was er hat. Und wenn er das Ziel jederzeit wieder unterbrechen kann, indem er einfach, ich sage mal, in den Fonds ein- und aussteigt, ich glaube, das ist nicht sinnvoll und zielführend für seinen Investmentgedanken, den er hat. Und aber ist es nicht ein Vorteil, wenn er jederzeit an das Geld ran kann? Ich glaube, nein, denn Schwankungen, die der Markt unterliegt, bedeuten auch meistens damit, dass ein hoheres Risiko einhergeht und dass natürlich dann auch solche Situationen dann, wenn man halt emotional ist und emotional reagiert, aus einer Investmententscheidung eher eine falsche Entscheidung trifft und das Geld rauszieht. Dementsprechend bin ich eher dafür, Sachwerte so zu strukturieren, dass du langfristig an dein Geld und an dein Kapital gebunden hast, an das Investment, dass du eine Grundsatzentscheidung getroffen hast und bei der auch bleibst, bis das Investment ausgestanden ist. Also der geschlossene AIF bietet einfach einen ganz klaren entscheidenden Vorteil gegenüber jedem offenen Vehikel, wie ich finde. Das ist das Thema Transparenz. Der Anleger weiß ganz genau, in welches Projekt er investiert und im Rahmen des Businessplans, der Prognose, weiß er auch, wie wir diese Prognose, diesen Businessplan für die nächsten Jahre aufgestellt haben. Also er weiß einfach, ist vorher voll definiert, in welche Immobilien, aus meiner Sicht jetzt Immobilienbranche, in welche Immobilien investiert. Bei uns ist es sogar nur eine Immobilie in der Regel, wo er rein investiert und er hat damit die klare Transparenz, was es tut, wie es läuft und in welchem Standort er investiert ist. Das ist ja vielleicht mal so ein Nachteil. Man muss immer wieder ganz klar sagen, ist immer so ein Stück weit der Vermögensstrukturierung. Es hat beides seine Daseinsberechtigung und alles ergänzt sich ein Stück weit hier im Markt, was einfach dem Vermögen beigemischt wird. Weiß er das auch, wenn er in einen Blindpool investiert? Da weiß er zumindest, wie der Blindpool investiert. Die Anlagebedingungen sind klar geregelt und er weiß genau, in welche Bereiche es reingeht. Und das ist schon, wie ich finde, ein immenser Vorteil. Also ich finde das zumindest sehr gut. Es gibt einen ganz gravierenden Unterschied zwischen offenen Fonds und einem alternativen Investmentfonds. Im offenen Fondsbereich, ob ich dann nun im Aktienbereich bin oder auch einen offenen Investment- oder Immobilienfonds nehme, habe ich eigentlich immer nur so eine Verwaltung. Funktion. Das heißt, ich gründe ja kein neues Unternehmen, wenn ich einen Aktienfonds kaufe. Wird er nicht mehr in ein Unternehmen investiert. Oder wenn ich in einen Immobilienfonds, also einen offenen Immobilienfonds investiere, dann wird ja auch in der Regel mit der Immobilie nicht was ganz Neues konzipiert. Die wenigsten Sachen sind aber Neubau oder Bestandsoptimierung. Und das ist etwas, was halt eben im alternativen Investmentfondsbereich so, ich sag mal so, Grund-DNA ist. Ja, es wird ein neues Asset, ob das nun eine Immobilie ist oder ob das ein erneuerbare Energienträger ist oder andere Möglichkeiten, wie ich halt am Wirtschaftsleben teilnehmen kann, wird ganz neu konzipiert und wird ganz neu reingebracht. Und damit kann ich halt eben als Anleger direkt eine Wirkung erzielen.
in unserem Bereich jetzt als Primus Valor, wir kaufen ja Bestandsimmobilien, die gibt es ja schon, also von daher kann man auch sagen, was macht ihr da Neues? Aber wir optimieren diese halt. Das heißt, wir schaffen mehr Wohnraum und wir dämmen die Immobilie ganz, ganz, ganz deutlich, bauen neue Heizungen ein, neue Fenster, um den Energieverbrauch runterzufahren. Und das ist halt eben den Effekt, den ich erreichen kann als Anleger, dass ich sage, ich schaue hier an, was macht denn mein Emissionshaus mit dem Geld, was ich ihm zur Verfügung stelle, an Wirkung im realen Leben. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu einem offenen Fonds. Zum einen muss ich Herrn Mückenheim etwas widersprechen. Tatsächlich früher war der große Unterschied, dass wir eigentlich schon Assets hatten und dann in diese Beteiligung reingegangen sind. Heute ist es eher so, dass ja 70% der Angebote Blindpools erstmal sind, die zwar klare Anlagebedingungen haben, da bin ich dabei, aber trotzdem halten sich einige Kunden schon zurück, bis wir dann aus einem Blindpool in Semi-Blindpool kommen. Das ist immer noch so. Aber auf der anderen Seite, ein Argument, was früher immer galt, war immer diese tägliche Fälligkeit, also Liquidierbarkeit eines offenen Fonds. Das ist ja vorbei. Seitdem die ersten Fonds geschlossen wurden, hat man ja eine einjährige Kündigungsfrist eingebaut. Das heißt, auch das Geld ist nicht mehr täglich fällig. Und man muss ja auch sagen, auch im Bereich der alternativen Investmentfonds gibt es mittlerweile kurze Laufzeiten. Also unser Angebot so zum Beispiel richtet sich an Anleger, die eben 3 bis 4 Jahre kurzfristig anlegen wollen. Das heißt, das zeitliche Argument ist eben auch nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal des offenen Fonds. Warum gehört ein AIF in jedes Portfolio? Grundsätzlich, wenn eine gewisse Summe an Geld verfügbar ist zur Investition, muss ein AIF da rein. Warum, sage ich gleich. Wenn nicht ausreichend Geld vorhanden ist, wenn ein Anleger, eine Anlegerin nur 10, 20, 30.000 Euro hat, dann soll sie sich auf andere Dinge konzentrieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber in einem größeren Portfolio sorgt eine AIF-Beteiligung für Ruhe, für einen ruhigen Pulsschlag. Mhm. Was ist die Alternative? Wir investieren in Aktien, Aktienfonds, ETFs, in Anleihen von Unternehmen, von Staaten, vielleicht ein bisschen Edelmetalle. Und ich investiere in einen AIF. Zum Beispiel in dem von Solvium mit einer Laufzeit von 5, 6, 7, 8 Jahren mit einer vierteljährlichen Auszahlung. Und jetzt passiert das Leben. Alltag. Presse. Bankenpleiten. Inflation. Zinssprünge. Was macht das mit den Menschen? Die sitzen auf dem Sofa, schauen sich die Tagesschau an, gucken auf ihr Handy und mit mal geht der Puls hoch, weil gerade die Aktien in eine Richtung gehen. Die Anleihen übrigens haben mittlerweile eine Korrelation von 0,8 zu Aktien. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders, richtig, als wir das Geschäft gelernt haben. Und wenn ich jetzt einen gewissen Teil von meinem Vermögen in AIFs investiert habe, dann kriegt er bei Solvium alle Vierteljahr seine Auszahlung oder bei anderen Anbietern einmal im Jahr oder monatlich. Das ist irrelevant. Und ansonsten läuft es ruhig. Und wie mein Vorredner schon sagte, das Geld ist dann gebunden für eine Zeit und arbeitet in dem Ziel, in den Zweck, dass der Kunde, die Anlegerin sich dafür gesetzt hat. Und lassen Sie mich eins noch ergänzen. Diese Emotionalität führt nicht immer zu den besten Entscheidungen. Ja, wenn die Kurse einbrechen, dann wird schnell verkauft aus der Emotionalität heraus und vielleicht zu einem Höchstpunkt wieder eingestiegen, wo vielleicht der Markt ein wenig überhitzt ist. Und das sind oft die falschen Anlageentscheidungen oder nicht die richtigen Anlageentscheidungen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Sachwertanlagen. Sind die Lösung gegen Inflation und gegen Zinssteigerung?